Hallo Leute, willkommen bei diesem Unreal Engine Devlog Video und willkommen in Talundia. Beim letzten Devlog Video haben wir ja Talundia gegründet, beziehungsweise die Vorab-Testversion von Talundia. Talundia wird mein kommendes Spiel, ein Gartenspiel, das in einer Zeit spielt, wo es noch keine Traktoren gab, aber auch nicht im Mittelalter, also so 19. Jahrhundert, aber nicht historisch korrekt, sondern nur so ungefähr inspiriert davon. Mit Fachwerkhäusern im Dorf und natürlich und einer Burg auf dem Berg. Und das Wichtigste ist aber der kleine Selbstversorgerhof mit Gartenbeeten, wo man Gemüse anbaut, Kartoffeln und sowas und daraus dann auch Sachen herstellt, wie Apfelsaft, Erdbeermarmelade, eingelegte Gurken, und die kann man dann verkaufen an Marktständen oder im Dorf und davon betreibt man seinen Lebensunterhalt. So in der Art wird das Spiel. Und die Landschaft haben wir eben beim letzten Mal gebaut. Und diesmal will ich anfangen, den Hof zu bauen. Es wird jetzt kein großer Bauernhof, sondern so ein kleiner Mini-Selbstversorgerhof. Und der Anfangshof wird es also armselig und sehr klein und bescheiden. Eine Hütte mit Unterstand. Jo. Und bevor wir damit anfangen, wollte ich euch noch die Hütte da hinten zeigen und erklären, was es damit auf sich hat. Erstmal hier, die junge Dame hat jetzt ein rotes Kleid und ich habe sie auch ein bisschen blonder gemacht, einfach weil ich es mal ausprobieren wollte und es mich gefreut hat, dass das geht. Und an den Figuren, den Leuten werde ich noch viel ändern, da habe ich mir jetzt auch ein neues Tool besorgt, wo ich viele unterschiedliche Leute selber machen kann. Aber erstmal nehmen wir jetzt noch hier diese Dame, weil eigentlich finde ich die ganz nett. Und wir gucken uns jetzt zuerst mal da hinten dieses Haus an. So, wie sportlich sie immer rennt. So, ich würde sagen, das ist ein archaisches, mittelalterliches Haus. Das habe ich auch schon nett eingerichtet. Und das Haus selber und die Einrichtungsgegenstände, die kommen aus einem dieser Packs, die ich mir ja gekauft habe, von denen ich auch erzählt habe. Und ja, aus mehreren Gründen will ich das so aber nicht nehmen, obwohl ich dieses Haus sehr cool finde. Also ich finde, es sieht urig und stimmungsvoll aus und es gäbe einige Gründe, die dafür sprechen, das zu nehmen, weil es ist schnell zusammengestellt. Ich muss es nicht extra selber im Blender bauen. Und es sieht einfach urig aus. Aber da geht schon los. Es sieht mir zu urig aus. Zu mittelalterlich. Und ich will ja kein Mittelalterspiel bauen. Und ich denke zwar, solche Häuser gibt es selbst jetzt noch in besonders abgelegenen Gegenden. Aber ich schätze mal, im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa ist diese Art von Häusern nicht mehr so das Übliche gewesen. Auch nicht auf dem Land. Und ja, es soll zwar eben, wie schon gesagt, kein historisch akkurates Spiel werden, aber dieses hier ist mir einfach zu mittelalterlich. Das riecht ja noch fast halb nach Steinzeit. Nicht ganz natürlich, aber so frühes Mittelalter vielleicht. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, es braucht unglaublich viele Texturen. Es braucht 100-mal so viel Texturplatz wie das, was ich euch später zeige, was ich selbst gebaut habe. 100-mal so viel. Das heißt, selbst auf meinem recht kraftvollen Rechner geht die Entwicklungsumgebung halbwegs in die Knie, wenn ich solche Häuser benutze. Ein Haus geht noch, aber
Ich will ja noch Dorf bauen und Nachbarn und so weiter und so fort. Und auf so einem Durchschnittsgaming-PC, der würde völlig in die Knie gehen. Das würde unspielbar werden, wenn ich da ausschließlich Häuser dieser Machart verwende. Traurig. Aber das Gute ist, Häuser kann ich bauen. Und das sieht zwar vielleicht nicht so urig aus, wie das, was ich jetzt zunächst baue, aber ich finde, es passt besser in die angedachte Zeit und ich komme halt mit viel weniger Texturen aus, viel weniger Polygonen und das Ganze wird einfach sehr viel spielbarer. So, und jetzt bereiten wir erstmal die Ebene vor für den Hof. Ich will das relativ eben machen und wie man hier sieht, hat es nicht nur so ein Huppel drin, sondern es ist auch relativ schräg. Da muss ich also einiges abflachen. Und vielleicht fragt ihr euch, wieso überhaupt flach? Ich könnte ja so einen Hof auch so ein bisschen am leichten Hang bauen. Ja, Häuser könnte ich so bauen, dass die problemlos am Hang gehen. Aber es soll später so sein, dass man im Umkreis von dem Hof noch so Gemüsebeete hinstellen kann. Und das wird einfach viel einfacher, wenn die ganze Fläche so in der Umgebung, in der nutzbaren Umgebung eben ist. Und dieses ganze Gelände soll zwar hügelig bleiben, wie es ist, aber die Gegend rund um den Hof will ich im Wesentlichen eben machen, also so in direktem Umkreis vom Hof, damit halt nicht nur die Gebäude da stehen können, sondern dass man da auch zusätzliche Gemüsebeete hinstellen kann und so. Jo, und darum ebnen wir jetzt hier erstmal ein. Und ich dachte mir, ich mache so ein bisschen höher als die Straße, so einen kleinen Tick höher, dass, falls irgendwie die Straße überschwemmt ist, dass der kleine Hof dann eher nicht überschwemmt ist. So, jetzt gehen wir hier in den Landschaftsmodus und flatten und da orientiere ich mich da so ungefähr und dann wird alles geflattet, wobei bisschen stärker einstellen, 0,3. Und dann kann's losgehen. Jawohl. So. Und das Abflachen oder das Gerade machen, das Planieren, das mache ich größer, als ich später haben will, weil ich danach halt diese Kanten noch smoothe, also glätte, glätte. Das ist deutlich besser verständlich als smoothen, auch wenn man in Deutschland inzwischen den Smoothie kennt. Und dadurch wird so eine eingeebnete Fläche dann immer deutlich kleiner, wenn man dann nachher noch so ein bisschen so ausgleicht und glättet. Und ich werde jetzt auch nicht die direkte Hoffläche so viel größer machen, sondern nur den ebenen Bereich, so dass es mehr oder weniger unauffällig wird. Es wird noch besser, also keine Sorge, das bleibt nicht so. Und ja, dass man dann halt später in dem Hofbereich sich noch erweitern kann. So. Gut, jetzt müsste es aber bald groß genug sein. Okay, und jetzt kommt das Glätten dran. Und wenn ihr da seht, wie sich das Terrain verändert, da geht jetzt einiges von der eingeebneten Fläche verloren. Und das war ja auch Absicht. So, da auch.
Das muss ich jetzt rundrum machen, damit es halt nicht solche harten Kanten gibt. Und später kommen dann da noch nette Obstbäume hin und Gebäude sowieso und alles Mögliche. Und dann fällt es auch gar nicht so auf, dass das hier so eine gerade Fläche ist. So. Und irgendwie dieses Haus, das habe ich da nur hingestellt, um euch das zu zeigen. Ja, weil irgendwie hat es mir schon gefallen und ich wollte euch vor allem auch den Vergleich zeigen zwischen so einem Haus und dem, was ich dann gemacht habe. Und aber da hinten am Wald gefällt es mir, wenn da so eine Hütte ist. Ich werde also wahrscheinlich irgendeine nette kleine Holzhütte bauen, die ich da hinten hinstelle. Und für was die dann Nütze sein wird, weiß ich noch nicht. Für irgendwas bestimmt. Aber so ein Haus da am Waldrand finde ich schon ganz nett. Vielleicht noch so ein bisschen mehr eingebettet in den Wald. So. Jetzt haben wir das hier schon einigermaßen schön geglättet. Und ich finde, es fällt jetzt gar nicht mehr so auf. Also weil dieser harte Übergang weg ist. So. Okay, da haben wir noch diesen Player-Charakter. Also da, wo der Spieler startet. Ah, und da wollten welche von euch wissen, wie man das macht, dass man das Sachen auf dem Boden fallen lässt. Da muss man es markieren und dann die Endetaste benutzen. Und dann fällt das praktisch auf den Boden oder auf die nächste Oberfläche. So. Das schieben wir jetzt hier mal raus aus dem Hof. Also hier startet dann immer meine Spielerfigur. Okay. Und dann können wir jetzt hier eigentlich loslegen. Auch so dieses schepprunde Hofgeviert, das bleibt auf Dauer auch nicht so. Das ist jetzt erstmal nur so angezeichnet. Okay, und hier habe ich jetzt Häuser gebaut und alles Mögliche versucht, auch mit Texturen und Materialien. Und hab dann was hingekriegt mit Moos auf dem Dach und ein bisschen Dreck im Bodenbereich. Ganz einfache kleine Hütte. Und das sollte es auch sein, eine einfache kleine Holzhütte, mit der man praktisch anfängt, die schon alles hat, was man so braucht, wo man nicht obdachlos ist, aber auch nicht feudal leben kann. Und hier ist noch was. Da hinten sehe ich noch so eine kleine Unebenheit im Boden. Das glätten wir gerade noch mal. Okay. Das passiert immer leicht, wenn man mal, wenn man so ein größeres Gebiet einebnet. Das sind dann oft so ein paar Unebenheiten drin. Okay. Jo, und das mit dem Moos, das denkt man sich, naja, was soll das schon? Das ist ja easy, aber ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich das hingekriegt habe. Und es ist auch noch nicht endgültig verfeinert. Aber jetzt dachte ich mir, fürs Erste lasse ich es mal so. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ist ein ähnliches Verfahren wie beim Landwirtschaftssimulator. Und ja, da kann man dann, kann ich auch Gebäude für beides nutzen, was ja auch durchaus gut sein kann. Und hier kommt jetzt so ein klitzekleiner Unterstand, der ist halb so groß wie der kleinste Unterstand, für den ich für den LS nehme. Weil man hat ja hier keine Traktoren, aber man will vielleicht mal ein
Getreidesack fürs Hühnerfutter unterstellen und die Gartenhacke und sowas. Und eine kleine Werkstatt habe ich da reingebaut, dass man dort dann zum Beispiel den Apfelsaft herstellen kann und Erdbeermarmelade kochen. Also solche Sachen, die kann man dann in dieser kleinen Werkstatt machen. Zumindest ist das so der Plan. Und erst hatte ich das in der Originalgröße von meinem kleinsten Unterstand und das war dann so riesig, dann dachte ich, hey, nee, geht gar nicht. Und habe das einfach viel kleiner gemacht, so dass man halt gerade reinkommt, dass es eine passende Größe für so einen kleinen Mini-Selbstversorgerhof hat. Und zwischen die beiden dachte ich, stelle ich dann vielleicht die Hühnerhütte. Und die Hühner selber sollen ja frei rumlaufen können. Und ja, dann ist das mit Gebäuden auch schon weitgehend erledigt. Vielleicht noch ein Gewächshaus. Ich denke mal, das macht schon Sinn. Jo. Und diese Werkstatthütte, die werde ich auch noch verfeinern. Jetzt machen wir ein bisschen Abstand, damit hier diese Hühnerhütte besser reinpasst. Die ist auch im ähnlichen Baustil. Die kennt ihr noch gar nicht, obwohl ich die schon vor Wochen gebaut habe. Aber dann war ich mit so viel anderem beschäftigt. Und demnächst werde ich dann mal diese Hühnergeschichte hier mit integrieren. Da sollen dann die Gemüsebeete hin, also rechts vom Haus. Und da vielleicht das Gewächshaus und dahinter dann Obstbäume und so, dass man das Ganze dann auch noch erweitern kann. Jo, und da weiter außerhalb dann vielleicht eine Schafwiese, die man eventuell erst extra dazu kaufen muss oder so, das muss ich mal sehen, ob man die dann dazu kauft plus Schafe oder ob man die Wiese gleich besitzt und dann nur die ha Schafe kaufen muss. Auf jeden Fall irgendwo soll eine Wiese hin, wo man dann auch, also mit Zaun drumrum, wo man Schafe halten kann. Ich dachte so an Milchschafe, damit man irgendwie auch Milch produzieren kann. So, jetzt gucken wir uns das mal vor Ort an. Gehen wir mal hier rein. Das wird halt hier so das Werkstatträumle, wo man alles Mögliche so herstellen kann. Und da kann ich zum Beispiel die Saftpresse nehmen, die ich auch für meinen Apfelbaummod gebaut habe. Das habe ich gleich so gebaut, dass ich das für beides nehmen kann. Darum habe ich mir dafür auch extra Zeit genommen, das schick zu machen mit dem Bottich und der Schraube und so, weil ich dachte mir, es lohnt sich ja, kann ich das doppelt nutzen. Ja, das hier wird das kleine Haus. Schon sehr bescheiden. Einfach nur so ein winzig kleine Einzimmerhütte. Aber ich denke mal, da kriegt man die wichtigsten Möbel unter. Und für mich macht es auch Sinn, dass man mit so einem ganz bescheidenen Häuschen anfängt. Jo. Und was ich jetzt mit euch zusammen machen will, ist dieses Haus möblieren. Aber vorher will ich euch noch die Unterschiede zwischen meinem Haus und diesem urigen Mittelalterhaus da hinten zeigen. Oder zumindest erstmal erklären. Also der Unterschied bei den Texturen ist, mein Haus braucht ein Hundertstel der Textur Megabyte wie das Haus da hinten. Und ich kann außerdem den Schuppen mit den gleichen Texturen noch mitmachen und den Hühnerstall. Und ja, das braucht einfach unglaublich viel Texturplatz. Jetzt, wir reden nur von dem Haus. Und bei den Möbeln ist das
das Gleiche, das ist auch ungefähr hundertfach so viel. Je mehr Möbel in dem Gebäude sind, desto krasser fällt der Unterschied aus. Und die Polygone sind auch drastisch unterschiedlich. Ich glaube nicht ganz hundertmal so viel, aber auf jeden Fall ganz erheblich viel Unterschied. Und dann will ich euch auch noch was zeigen mit den Kollisionen. Da sieht man das dann auch so richtig. Und ja, es ist halt außer, dass das Haus da hinten so zu mittelalterlich aussieht, ist der Hauptgrund, dass es das Spiel würde damit wahrscheinlich unspielbar werden für nicht ganz so große Gaming-PCs. Und das will ich ja nicht. Mein Ziel ist schon, dass man das mit einem durchschnittlichen Gaming-PC performant spielen kann. Und inwieweit mir das gelingt, werde ich natürlich erst sehen, wenn's, ja, sagen wir mal, wenn mal eine Demo rauskommt oder wenn einige von euch das schon vor der Demo mal eine Version zum Testen kriegen, dann kann man das erst so richtig sehen, wie die Performance wirklich ist auf anderen Rechnern. Jo, jetzt werde ich das hier mal anschalten. Ich werde es natürlich auch auf all meinen Rechnern testen. Und da kriege ich dann schon unterschiedliche Ergebnisse. Ich habe jetzt mal die Anzeige der Kollisionen aktiviert. Und da sieht man auch einen Riesenunterschied. Und die Kollisionen ist das, wenn man dagegen gegen etwas läuft, was eine Kollision hat oder ist, dann wird man ausgebremst, dann läuft man gegen eine Wand. Das ist so grob gesagt die Grundfunktion von Kollisionen. Und wenn die sehr komplex sind, dann braucht der Computer halt jede Menge Zeit, um das auszurechnen. Darum sollte man Kollisionen möglichst einfach machen. Und ich habe hier bei diesem Haus, bei meinem Haus, jetzt extra so kleine Kästchen gemacht für jede Fläche und nur die Tür ausgespart, damit es diese Kollisionen möglichst wenig von diesen Polygonen haben und es für den Computer möglichst bequem ist, das auszurechnen, laufe ich gegen eine Wand oder nicht. Das sind diese lilanen Striche gewesen. Und hier, die haben sich das einfach gemacht, die haben einfach gesagt, okay, dann nimm alle Polygone, die wir genommen haben und mach daraus eine Kollision. Und seht ihr diese vielen lila Linien? Das muss der Computer dann alles berechnen. Laufe ich da gerade dagegen oder nicht? Und das ist einfach viel, viel, viel anstrengender für den Computer. Und zum Beispiel da diese Äste auf dem Dach, die da so entlanglaufen. Es ist überhaupt nicht nötig, dass die in so eine Kollision mit einberechnet werden. Und auch, dass man jeden Balken von jeder Wand mit den Abrundungen und so weiter alles fein aufklamüsert hat, ist überhaupt nicht nötig. Es reicht, wenn man einfach einen Kasten hat für die Wand. Aber diese Mühe haben sich die Entwickler nicht gemacht von diesem Haus, haben sich gedacht, ja, das merkt sowieso keiner. Oder vielleicht haben sie sich auch gar nichts gedacht. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, naja, die Gaming-PCs werden immer leistungsfähiger. Jetzt mache ich das hier mal wieder aus. Aber ja, ich lege da schon Wert drauf, noch performancefreudig zu bauen. Und ich finde dieses Reetdachgebäude zwar sehr, sehr schick, muss ich schon sagen. Das haben sie schön gemacht. Aber ja, zu altmodisch und vor allem zu ressourcenverschlingend. Und ja, wenn ich ehrlich bin, finde ich mein Haus ziemlich bescheiden gegenüber diesem schicken alten Reetdachgebäude. Aber es ist halt eine einfache Hütte.
Und im Dorf werden wir Fachwerkhäuser machen, die werden schicker aussehen. Und wahrscheinlich werden auch einige Nachbarn Fachwerkhäuser haben. Und dann wird das schon richtig cool aussehen. Jo, und dass es das hier halt so eine einfache Hütte ist, das ist Absicht. Ich habe es auch extra so ein bisschen schief und krumm gemacht, damit es so, ja, halt etwas abgeranzt aussieht. So, und jetzt wollen wir das möblieren, zumindest so die ersten Möbel mal reinpacken. Und ich könnte die Möbel jetzt einfach hier so da reinziehen, das ginge. Aber ich will das lieber als sogenannte Blueprint zusammenstellen. Dann kann ich das nämlich auch später noch in dieser möblierten Form nutzen und kann das, wenn das mir gefällt und so bleiben soll, dann vielleicht später auch fürs Original Talundia nehmen. Oder wenn ich das mit den gleichen Möbeln noch in eine andere Ecke von der Karte stellen will. Und dafür macht man dann eine Blueprint. Jo, und das kriegt ihr jetzt hier mit, wie ich da eine Blueprint mache. Und vorher wollte ich euch hier noch zeigen, ich habe da so Säulen habe ich gemacht. Seht ihr die? Also diese Holzbalken. Also Säulen sind es eher nicht, sondern so Holzbalken. Das habe ich gemacht, um das Haus ein bisschen zu verzieren. Es ist also sozusagen auch ein bisschen Teil Fachwerk Holzhaus. Aber das sieht man nur, wenn man näher kommt und genauer hinguckt. Jo, jetzt wird's Zeit für die Möblierung. So, und zwar habe ich da schon einen extra Ordner für die Blueprints eingerichtet. Und jetzt machen wir eine neue Blueprint. Blueprints sind eigentlich ein echter Blueprint, die Programme sozusagen von so einem Spiel. Aber man kann Blueprints auch nutzen, um Sachen zusammenzubauen. Zum Beispiel ein Haus zu möblieren oder so. Und dann kann man diese Blueprint an verschiedenen Stellen benutzen. Und ich, auch wenn ich beispielsweise eine Tür machen will, die auf und zu geht, würde ich das auch im Rahmen von einer Blueprint machen. Hier haben wir jetzt noch diesen Content-Browser, damit ich das so einfach von links nach rechts ziehen kann. Ich zupfe mir das noch so ein bisschen zurecht, so. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. Jetzt suche ich mir mal meine ganzen Sachen zusammen. So, bei den Meshes. Erstmal ziehen wir uns das Haus rein. Wie ihr hier seht, habe ich auch viele Versionen von dem Haus gemacht. Ich habe eine ganze Weile an diesem Material mit dem Dreck und dem Moos rumgetüftelt und dabei viel gelernt. Und bestimmt werde ich noch mehr lernen und werde das noch verfeinern. Aber jetzt fürs Erste finde ich das schon mal ganz gut. So, da steht es nun. Und dann kommen da jetzt die Möbel rein. Und ich habe die Möbel, die ich für mein süddeutsches Farmgebäude-Pack gebaut habe, die habe ich ein bisschen umtexturiert. Und dachte mir, so die altmodischeren Sachen davon, die kann ich auch hier für dieses Spiel nehmen, weil das einfach gut passt. Ja, und habe mir das hier schon mal rein importiert, damit wir hier gleich loslegen können. So, ist ein kleines Haus, da gibt es nur ein Einzelbett. So. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen in dem Haus drin rumkriechen, sozusagen. Weil ich habe das Dach nicht abnehmbar gemacht. Aber es wird schon irgendwie gehen. So, das ziehen wir mal hier so in die Ecke rein.
Und wie man sieht, so wenn man mal so ein Bett drin hat, kann man auch ungefähr die Größe von dem Ganzen besser abschätzen. Und das sieht man eigentlich schon, ja, es ist klein, aber man kriegt da die nötigen Möbel, die notwendigsten Möbel rein, die man für so eine Hütte braucht. Ich glaube sogar so ein bisschen über das Allernotwendigste hinaus. Man könnte es sogar noch kleiner machen. Jetzt da am Fußende von dem Bett würde ich sagen, passt ein Schrank. So. Also an die Wand. Nicht am Fußende, weil das würde ja den Raum zu sehr zerschneiden. Bei so einem kleinen Raum braucht man keine raumhohen Raumteiler, sonst wird der Raum ja noch winziger. Also so bleibt's nicht. Keine Sorge. So, jetzt ist es richtig hoch. Und jetzt drehen wir es hier nochmal. Okay, es ist ein bisschen zu breit. Na, erstmal schieben wir es möglichst an die Wand. Und dann kann man es so ein bisschen schmaler, kann man den ja problemlos machen. Und ich habe jetzt extra ein dunkleres Holz genommen und habe das auch bei dieser Material-Erstellung noch mit so ein paar leichten Dreckflecken hier und da gemacht, die nicht so krass auffallen, dass es nicht eklig wirkt, aber so ein bisschen abgenutzt. Nicht abgeranzt, aber abgenutzt. Zumindest so meine Vorstellung von abgenutzt ist das. So, da soll jetzt die Küche hin. Also ja, so eine altertümliche Form. Erstmal packe ich hier so einen Kanonenofen hin. Den hatte ich schon mal gebaut für mein Windmühlenpack, weil da habe ich ja auch bewohnbare Hütten reingemacht. Und den nehmen wir jetzt erstmal. Ich denke mal, so einen Kanonenofen werde ich bestimmt auch noch in anderen Häusern benutzen, weil das ist ja durchaus üblich gewesen. Sogar wir hatten mal einen Kanonenofen richtig in Benutzung hier in meinem Haus, wo ich jetzt drin lebe. Und also so altmodisch ist das gar nicht. Aber hier in diesem Haus wird es aktuell auch für die Küche benutzt, weil ich habe noch keinen so einen Küchenhexenholzofen. Und den will ich noch bauen, aber das ist bestimmt nicht so einfach, wird viel Arbeit machen und da werde ich eine Weile für brauchen. Aber ich stelle mir so einen richtig coolen Küchenhexenofen vor. Halt so ein, ja, relativ breites Ding, wo man Feuer anmacht und einen kleinen Backofen hat und oben Kochplatten und dann auch Warmhalteplatten und so wie das halt früher üblich war. So einen hatten wir hier auch mal. Und teilweise haben wir sogar auch auf dem gekocht. Und wenn das so Sachen waren, die lange köcheln mussten, ist so einer natürlich ideal, wenn man den dann sowieso zum Heizen benutzt. Dann kann man dann nebenbei auch in verschiedenen Hitzestufen alles Mögliche kochen. Und hier habe ich jetzt auch noch Ofenrohre. Das muss ich jetzt natürlich noch anpassen. So. Dann schieben wir mal den Ofen vor. Und dann muss das Ofenrohr ein bisschen rausgeschoben werden. So, aber nicht in die Wand rein. Und jetzt kommt ein großes senkrechtes Ofenrohr. So. Ja, das passt schon halbwegs gut. Da habe ich auch noch so eine Befestigung für die Wand mit dran gelassen. Und das ist insgesamt zu hoch.
Das müssen wir also etwas kleiner machen. So. Ja, so passt's besser. Okay. Und dann nehmen wir wieder ein Querrohr, um es rauszuführen. Also, wie man sieht, wir haben hier keinen richtigen Kamin oder Schornstein. Später werde ich bestimmt auch Häuser bauen mit richtigem Schornstein. So gemauerter Schornstein. Und das hier ist aber so die, ja, die Hüttenversion. Ich freue mich auch schon auf die Fachwerkhäuser. Bin ich schon sehr gespannt, wie ich das hinkriege. Also ich habe keinen Zweifel, dass ich das hinkriege. Hier kommt jetzt noch ein Außenofenrohr dran. Mit den Fachwerkhäusern meine ich. Aber so, wie die dann aussehen, weiß man vorher nie so genau. Selbst wenn man ziemlich genaue Vorstellungen hat, sieht es dann in der Praxis doch alles immer ein bisschen anders aus. Und darum bin auch ich gespannt drauf. Jo, da haben wir jetzt so ein Außenofenrohr. Und später mache ich da vielleicht noch Rauch hin. Beziehungsweise ziemlich sicher, sowas wie Rauch ist hier, glaube ich, recht einfach zu machen. Okay, jetzt haben wir hier schon mal einen Kanonenofen, auf dem man auch ein bisschen kochen kann. Und dann kommen hier jetzt Küchenschränke. Na, erstmal will ich ein Küchenbuffet platzieren. So, wo ist es hin? Die Sachen sortieren sich da in diesem Baum immer, ja, unter das zuletzt Aktuelle, glaube ich. Ja, und da sind sie auch. Wie man das am effektivsten platziert, das muss ich auch noch üben. Aber Hauptsache, man kriegt es überhaupt erstmal hin. Das Küchenbuffet stelle ich jetzt erstmal hier an diese Wand, weil da ist am besten Platz. Aber es hat auch die Frage, wo soll dann der Tisch hin? Wahrscheinlich muss das Küchenbuffet später noch irgendwie umziehen. So. Und ja, Küchenschränke habe ich auch, so Unterschränke. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob solche Unterschränke im 19. Jahrhundert auch üblich waren in Küchen. So Küchenbuffets, ja, ganz klar. Und vielleicht sollte ich mich da auch noch ein bisschen schlauer machen. Aber es soll ja kein historisch korrektes Spiel werden. Insofern nehme ich mir die Freiheit, das auch so ein bisschen nach Gutdünken einzurichten alles. Es soll halt altmodisch aussehen und zu einer Welt ohne Traktoren und Autos passen. So. Stellen wir das erstmal dahin. Später werde ich das dann bestimmt noch umverteilen. Aber Hauptsache, es steht schon mal was. Jo, ein Küchenwaschbecken brauchen wir auch noch. Das wird überhaupt das einzige Waschbecken, was wir in diesem Haus haben. Wie ihr hier bestimmt sehen könnt, ist das Haus viel zu klein, um dann ein Badezimmer reinzubauen. Es wird dann wohl irgendwo außerhalb ein Plumpsklo geben. Aber ich glaube nicht. Und hier, da muss ich dann die Textur nochmal neu texturieren. Das war bisher einfach nur weiß, diese Flächen.
Und da hat es nichts ausgemacht, wie ich diese Fläche auf der Textur angeordnet habe. Aber ich habe jetzt da so ein bisschen Dreck dazu gemacht und dann macht das plötzlich ganz viel aus. Also das wird nochmal neu gemacht. Ja, und das Plumpsklo, das wird wohl in der Praxis spielerisch keine Rolle spielen. Also nicht so wie bei Sims, wo man dann plötzlich auf Toilette muss, ganz dringend. Aber ich denke mal, es sollte schon da sein. Ja, jetzt probiere ich hier nochmal so ein bisschen das umzugruppieren. Da noch ein zweites hin. Oder besser das Waschbecken da links, weil links ist etwas mehr Platz. Der Ofen steht ja nicht ganz in der Mitte. Und ich sehe gerade, den Fußboden muss ich vielleicht auch nochmal nachtexturieren. Diese Holzbalken sind da einfach zu dick, zu breit. Aber so, ja, ich kann jetzt nicht sagen, bei der Spielentwicklung muss man halt, aber auch bei Mods oder so, im Kartenbau, muss man manchmal einfach mal schon mal was machen. Wenn man wartet, bis alles perfekt ist, kommt man nie zu Potte. Und dieses Ganze hier ist ja ein Fall vom, ich mach einfach schon mal was. So, das soll jetzt der Tisch werden. Und wie befürchtet steht da dieses Buffet im Weg. Ich will den Tisch eigentlich auch nicht deutlich näher ans Bett ranschieben. Darum muss, glaube ich, das Buffet woanders hin. Ich guck mal, ob ich das da an dieser Wand unterbringe, also da rechts von uns. Irgendwo werde ich es schon hinkriegen. So, da kümmern wir uns später drum. Jetzt kommt erstmal Tisch und Stühle. So. Dann würde ich gerne eine einfache Küchenbank haben, damit ich den Raum nicht so in ganz, ganz hoch abtrennen kann, aber dass ich praktisch so in Abgrenzung zu diesem Küchen-Ess-Tischbereich was Festes habe und nicht nur Stühle, die man hin und her schiebt ständig. Und so eine Bank, die ist ja mehr was, ja, was feststeht. So. Und da habe ich diese einfache. Auf die andere Seite mache ich dann Stühle. So, das schieben wir alles ein bisschen nach rechts. So. Gut, die Bank ein bisschen näher ran. Und dann kommen noch Stühle. So. Die haben sich jetzt unterm Tisch versteckt. Eigentlich ist es für so eine einfache Hütte schon recht feudal eingerichtet, finde ich. Aber also ich möchte auch nicht so ein Feeling haben wie beispielsweise auf der Niemandsland in der Starterhütte, wo wenn man reingeht, wo einen dann der Ekel gleich überkommt. Alles ist so total runtergekommen und abgeranzt, sondern es soll schon so ein bisschen wohnlich sein, aber halt einfach.
Und ich werde es auch noch deutlich wohnlicher machen nach diesem Video. Im Lauf der Zeit wird es immer mehr verbessert. Heute werden wir das nicht perfekt schnucklig eingerichtet kriegen, sondern erstmal nur so fürs Erste, dass schon mal die wichtigsten Möbel drin stehen. Jetzt suche ich hier gerade nach so einem Hängeregal. Da kommen dann auch noch Geschirr und so Sachen dazu. Aber irgendwie finde ich dieses Hängeregal nicht. Vielleicht habe ich vergessen, das zu importieren. Naja, das muss dann später, weil ich würde gerne so oberhalb von dem Tisch an die Wand so ein kleines Regal packen, dass die Wand nicht so leer ist. Und da kann man dann halt auch Geschirr reinräumen und sowas. Ja, ist irgendwie nicht da. Dann nehmen wir jetzt erstmal einen Vorhang. Der ersetzt natürlich nicht das Regal. Aber ich finde, meistens machen Vorhänge das Ganze erheblich wohnlicher. Und jetzt gucken wir erstmal, ob das mit denen hier funktioniert. So, ob so die Größe einigermaßen passt und so. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Das passt sogar ohne Größenanpassung. Das ist ja genial. Und dann machen wir jetzt hier noch einen auf der anderen Seite. Und auf der Vorderseite vom Haus, die mache ich dann später mal. Weil sonst muss ich hier so arg rumzuppeln. So, jetzt hier, zack, zack. Ja, dann muss ich das Bett ein bisschen vorziehen. Das passt. Und dann machen wir jetzt hier ein kleines Nachttischchen hin. So. Irgendwie ist es fast so ein bisschen wie Hausflipper oder Sims einrichten. Oder eben mein süddeutsches Farmgebäude-Pack einrichten. Das war ja ganz ähnlich. Und dann nehmen wir hier auch noch so ein größeres Kommodenschränkchen. Ich glaube, ich werde immer wieder irgendwas machen, wo man Häuser einrichten muss. Das mache ich einfach auch sehr gerne. So. Jetzt gucken wir mal, wie es diesem Buffet ergangen ist. Oh, es steht vorm Fenster. Das geht ja gar nicht. Aber dieses Buffet will ich schon gerne drin haben. Ich habe zwar noch ein schmaleres Buffet. Das würde da wohl hinpassen. Aber. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich das irgendwie an die Wand mit dem Ofen kriege. Weil das Buffet muss hin. Und da kommen dann später auch Sachen rein. Also, ja, Töpfe, Geschirr, Fläschchen, Gedöns, alles Mögliche. Und wenn dann da links würde es fast hinpassen, wenn ich den Ofen so ein bisschen nach rechts verschiebe. Und. So, passt doch. Wunderbar. Wenn dann da Brot oder sowas rumliegt, dann kann man sich dieses Brot auch nehmen und essen. Oder in sein Inventar packen oder sowas. Da freue ich mich auch schon drauf, solche Funktionen einzubauen. So. Oh, einen Backofen muss ich bauen, damit man selber Brot backen kann.
Schauen wir mal. Wahrscheinlich werde ich den hier schon in der Küche bauen. Einen einfachen Backofen in dieser Küchenhexe, die ich plane. Jetzt habe ich das Waschbecken erstmal da vors Fenster gestellt. Das sieht jetzt nicht so top aus. Aber wir arrangieren das jetzt noch alles so ein bisschen hin und her. So. Tja. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Weg damit. Und jetzt suchen wir mal nach diesem schmalen Buffet, weil das ist eigentlich auch ganz cool. Wo habe ich's denn? Ah, da sind auch so die Regale. Also Hängeregale habe ich, aber nicht dieses ganz einfache. Ich nehme jetzt erstmal hier so eins. So ein mittelgroßes. So, rumdrehen. Zack. Und an die Wand damit. So. So. Und hier stellen wir einfach schon mal ein paar Tassen rein, damit wenigstens überhaupt schon mal ein Dekogegenstand da ist. Und ich denke mal, ich werde dann zwischen den Folgen, wenn ich die Zeit finde, auch so erstmal alle kleinen Dekosachen, die ich schon gemacht habe. Da habe ich ja auch noch so Kerzenständer und Schalen und Gedöns gebastelt. Die werde ich alle mal hier importieren und werde dann diese Hütte noch so ein bisschen ausdekorieren, damit die nach und nach immer schöner wird. Aber im nächsten Video will ich wahrscheinlich schon die ersten Gartenbeete bauen. Mal gucken. So. Ja, und jetzt schauen wir nach diesem schmalen Küchenbuffet. Das habe ich ja eigentlich gesucht. Da ist es ja. Gut. Okay. Wo haben wir es denn? Da hängt es. So. Umdrehen. Und jetzt hoffe ich mal, dass es passt, aber ich bin zuversichtlich, weil das ist deutlich schmaler als das andere. Ja, passt doch prima. Wie dafür gemacht. Aber irgendwie ist dieser kleine Küchenschrank da in der Ecke, sieht schon arg verloren aus. Ist nicht so optimal. Vielleicht ist es besser, wenn ich das austausche. So. Gut. Jawohl. Und dann schiebe ich den dahin. So. Und
Okay, was ich auch noch gerne hätte, wäre ein Sofa oder ein Sessel. Also, ich denke mal Sessel, weil ein Sofa kriege ich da ja eigentlich nicht vernünftig rein. Darum nehmen wir hier einfach mal so einen Sessel. Der müsste da noch passen, in dem Bereich, wo das Bett ist. So, passt doch prima. Ja, da muss man auch mal gucken, ob der nicht vielleicht zu klein ist. Und jetzt das Spülbecken gefällt mir da noch nicht gut. Überhaupt, vielleicht wäre das Spülbecken auch mehr so auf dem Weg nach draußen besser, weil das ist ja auch das Becken, an dem man sich wäscht. Plumpsklo ist zwar draußen, aber man wäscht sich an diesem Becken sozusagen. Und so macht das vielleicht am ehesten Sinn. Und da unter dem anderen Fenster mit dem Vorhang lasse ich erstmal leer. Da wird bestimmt auch noch irgendwas hinkommen. So. Jetzt hier wieder rein in die Bude. Erstmal speichern und kompilieren. So ein Blueprint muss man immer kompilieren, weil es ja auch Programmelemente enthalten könnte. So, und jetzt wird das Haus da ist es, unser Blueprint, und da in der Landschaft, das wird gelöscht, und jetzt ziehen wir da unser Blueprint rein. Da sieht man schon, das ist das mit dem Ofenrohr. Ich wollte gerade schon Schornstein sagen, aber ein Schornstein ist das ja nicht. Und da sieht man auch schon die Möbel. So. Und das kann man jetzt mit diesen ganzen Möbeln wie ein Objekt behandeln und hin und her schieben. Und das finde ich ganz praktisch an diesem Verfahren, dass man die Einrichtung praktisch separat als Blueprint macht. Und funktioniert ganz gut. Und irgendwann kriegt es natürlich auch mal eine Tür, die auf und zu geht. So, jetzt will ich hier noch ein paar Bäume hinstellen, weil das sieht schon sehr kahl aus, dieser leere Hof, der auch viel zu groß ist für das, was jetzt aktuell hier steht. Aber später kommen da ja die Gemüsebeete dazu und der wird bestimmt nicht so kahl und leer bleiben. So. Jetzt suche ich hier die Bäume. Die hatte ich mir, na, das sind die Bäume von, die ich mal selbst gebaut habe, die ich nicht mehr verwende, weil ich habe mir das mal alles so zusammengestellt, dass man die Landschaft und die Bäume und so alles zusammen benutzen kann. Da im Landschaftsbereich dürfte es sein. Ja, das sieht man schon. Hier ist irgendwie alles Mögliche. Da müssten auch die Bäume sein. Obwohl hier ja noch nicht viel los ist auf diesem Level, wird es schon ein bisschen unübersichtlich. Aber hier habe ich die Bäume gefunden. Und jetzt will ich da natürlich auf die Karte. So. Klick. Jetzt hat sie sich verkleinert, das Fenster. Okay. Gut. Da will ich irgendwie so ein
bisschen außerhalb der Mitte einen Baum hinmachen. Nicht direkt in der Mitte, weil dann, wenn man so kommt, da zum Beispiel, ah, der ist zu groß. Den packe ich besser da hinten hin. Jo. Dann gucke ich mal den mittelgroßen. Ja, der ist immer noch recht groß, aber ich würde sagen, der geht. Und rechts davon kommen dann halt die Gemüsebeete hin. Und ja, ich denke mal auch so, da jetzt zwischen Haus und Unterstand und Baum, der Bereich wird auch noch, da kommt noch irgendwas hin. Also das bleibt nicht so leer. Hier packen wir erst noch mal eine Außenbank hin. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ich werde auch versuchen, die so zu programmieren, dass man sich da draufsetzen kann, um dann gemütlich in die Landschaft zu schauen und sich an dem Erreichten zu freuen. So wie man halt auch in echt gemütlich vor dem Haus sitzen würde, wenn man fleißig gearbeitet hat. So, jetzt machen wir noch ein paar Büsche um den Baum herum. So, und die platziere ich jetzt so als Einzelobjekte. Ich könnte es zwar auch malen, aber ja, bei dem Malen ist es dann alles zusammengefasst als ein Objekt und ich möchte es lieber so als Einzelobjekte haben auf dem Hof. So, ein paar mehr noch. Und vielleicht noch einen mittelgroßen oder zwei. So. Okay. Gut, das muss fürs Erste reichen. So um den Baum rum. Und dann vielleicht noch einen großen nebens Haus. Ja, ich finde schon, so ein einzelner Busch neben dem Haus macht es gleich schon irgendwie etwas wohnlicher. Ich werde es jetzt in dieser Folge nicht schaffen, den Hof so richtig schön durchzustylen und gemütlichen. Jetzt gucken wir hier mal noch einen Baum neben den Unterstand. Der ist einfach zu klein. Den packe ich vielleicht so als kleinen Bruder oder als Babybaum neben den großen und nehme dann für den Unterstand so einen anderen. Ja, warum nicht? Okay, jetzt sieht es gleich schon nicht mehr so schrecklich kahl aus, finde ich. Und für diese Folge muss es dann auch reichen, denke ich, weil es sonst einfach zu sehr ausartet, zeitlich. Es ist ja jetzt auch der allererste Anfang von dem Hof. Geblümelt wird bestimmt auch noch. Und ich freue mich vor allem auf die Gemüsebeete sehr. So, jetzt wollen wir uns das doch auch noch mal live angucken. Also in-game. Da gehen wir mal hin. Sehr gut. Und marschieren mit unserer rot gewandeten Dame in unser Tiny House. So. Na ja. Passt fürs Erste. Den Sessel muss ich wohl ein bisschen größer machen. Aber ansonsten finde ich das fürs Erste ganz passabel. Jo.
Und ich denke mal, es passt auch so zu dem zeitlichen Ungefähr-Typ, wie ich das haben will. Halt altmodisch, aber kein Mittelalter. Ja, und stellt euch mal vor, da ist da noch alles Mögliche an netten kleinen Dekosachen dabei. Dann ist das bestimmt ganz schnuckelig. Okay, das war's dann mit dieser Folge hier, die Bank. Da soll man sich dann auch hinsetzen können, so dass man dann den Ausblick da hinten hin hat. Das stelle ich mir sehr schön vor. Okay. Jo, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.